So, machen wir noch ein zweites Beispiel, weil es so schön ist. X ist kongruent 3 modulo 7 und x ist kongruent 8 modulo 19. So. Aufgabe Nummer 2. Wir haben hier wieder ein Kongruenzsystem. X kongruent 3 modulo 7, x kongruent 8 modulo 19. Wie geht man ran? Schritt Nummer 1. Testen, ob die beiden Modulen teilerfremd sind. Ist der Fall? Stimmt. Also kann man anwenden. Chinesischer Restsatz. Oder das Verfahren, das im chinesischen Restsatz erwähnt wird. So, was müssen wir jetzt machen? Ja. Geschickt die Inversen suchen, ne? Okay. Also, das Inverse von 19 modulo 7, ne? So, was ist das Inverse zur 19 modulo 7? Ja. Tja. Genau. Selbe wie 5 mal x1 ist kongruent 1 modulo 7? 3, genau, naja. Ne, breche erstmal 19 modulo 7, weil dann möchte ich ständig 19 multiplizieren, das ist eine blöde Zahl, 19. 19 breche ich erstmal modulo 7, dann kommt 5 raus und 5 mal 3 ist kongruent 1 modulo 7. Also schon rausgefunden. Ne? So, jetzt nehmen wir das nächste. Jetzt müssen wir wissen, was ist 7 oder was ist Inverse zu 7 modulo 19. Wie sind Sie da vorgegangen? Ausprobiert. Mal 1, mal 2. Bitte? Mal 3, mal 4, mal 5, mal 6 und so weiter. Also bis 11. 11 ist das Inverse. Das können wir schon mal festhalten, oder? 11 mal 7 ist 77. 77 durch 19, also wenn es das Inverse ist, muss er 76 durch 19 teilbar sein. Ist 76 durch 19 teilbar? Ja. Ne? Ist 4. 4 mal 19, 4 mal 40, also 4 mal 10 ist 40, plus 36 ist 76. Ja. Ja. Nur 4 Schritte. Warum muss man nur 4 Schritte machen? Achso, Sie, ja, okay, Sie multiplizieren nicht und testen, sondern Sie addieren die 19 und schauen, wann ist es gerade mal eins kleiner als das ein Vielfaches der 7. Okay, genau, dann hat man das 19, dann hat man 38, ne, hat man 7 und, ja, hat man schon 76. Okay, 57, 76, naja, gut. Das ist auch eine Möglichkeit, ne, ja. Hat jemand irgendwie einen anderen, noch kürzeren Weg gehabt oder einen anderen Weg, wie er das berechnet hat, ja? Ja. Ja. Sehr gut, genau. Das machen wir auch mal, einfach um zu sehen, wie das funktioniert. Ne? Also, angenommen, Sie haben wirklich so doofe Zahlen, dass Sie das nicht durch Probieren rauskriegen. Ja? Also Sie wissen noch nicht, da kommt 11 raus. Wissen wir noch nicht. Sondern, naja. Sie probieren und probieren und kommen einfach auf kein x2. So. Dann kann man das mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus rauskriegen. Ne? Denn wir wissen, also was ist zu suchen? 7 mal x2 ist kongruent 1 modulo 19. Das wollen wir lösen. Das bedeutet aber doch nichts anderes. Modulo bedeutet doch, dass die 19 die Differenz dieser beiden Zahlen teilt. Ne? Das ist genau dann der Fall, wenn 19 die Differenz von 7x
und 1 teilt. 7x2. Das ist Modulo-Rechnen. Sowohl 7x2 als auch 1 lässt denselben Rest. Wenn ich beide voneinander abziehe, wird die Differenz von der 19 geteilt. Das ist nichts anderes als, es existiert ein Q mit 19 mal Q ist gleich 7x2 minus 1. Das ist die Definition der Teiltrelation. Ja? 19 teilt das hier genau dann, wenn ein Q existiert, sodass 19 mal diesem Q gleich, das da rechts ist. Jetzt haben wir ja schon irgendwie so eine Gleichung da stehen mit zwei Unbekannten, Q und x2, wobei uns das Q relativ wurscht ist, wir wollen nur das x2 rauskriegen. Ne? Das Q kriegen wir zwar auch raus gleich, aber ist eigentlich uninteressant. So. Jetzt müssen wir es vielleicht noch umstellen, das heißt, umgestellt würde da stehen, So rum. 7x2 minus 19q ist gleich 1. Ich habe jetzt darauf geachtet, dass hier rechts eben die positive Konstante rauskommt, dass da nicht minus 1 steht. Das ist völlig schnuppe, ne? Sie können es natürlich auch dann mit minus 1 durchmultiplizieren oder so. Aber das ist so eine typische Diophantische Gleichung, ne? Kommt die Diophantische Gleichung raus. Genau, die kann man lösen, wissen wir, erweitert euklidischer Algorithmus und dann kriegen wir unser x2 und q automatisch geliefert. Vielleicht formen wir es nochmal kurz ein bisschen anders um. Für dasselbe kann man auch folgendes schreiben, das ist 7x, wir vergessen jetzt mal, dass wir hier ein anderes x haben, ich will wegen der bezeichnenden Variable, ne? 7x plus 19y ist gleich 1. Ne? Wenn ich mein y rauskriege, muss ich es nur negieren und dann habe ich mein q. So, also das Vorzeichen ist eigentlich wurscht. Ja? 7x plus 19y, wenn ich y rauskriege, falls ich an q interessiert sein sollte, kriege ich mein q raus, indem ich minus y nehme. Aber q interessiert ja gar nicht, ich bin ja nur an dem x interessiert. Also kann ich das hier mit dem Vorzeichen ändern. Wir denken, dass die Variable umkodiert wurde und habe jetzt hier so eine typische diophantische Gleichung stehen, die ich einfach mal lösen kann. So, dann machen wir doch mal gerade, oder? A, B, Q, R, X, Y. Erweiterter euklidischer Algorithmus in der klassischen Tabellenform. Kann man einfach mal so hinschreiben. So. Dann haben wir hier die 7 und die 19 stehen. Was man natürlich auch noch machen kann, ist die 7 und 19 rumdrehen, damit man beim erweiterten euklidischen Algorithmus gleich hier vorne die größere Zahl hat, aber da muss man auch x und y vertauschen und vielleicht kommt man dann nochmal durcheinander. Deswegen zeige ich Ihnen nochmal, dass man es auch einfach so lassen kann und im ersten Schritt einfach mal durchführen, ohne irgendwelche Umbenennungen nochmal durchführen zu müssen. Also, 7 durch 19, ne? Division mit Rest. 0, Rest 7. 7 durch 19 ist 0, Rest 7. So. Das hier füllen wir nachher aus, ne? Wenn wir von unten nach oben gehen. Jetzt holen wir erstmal B und R nach vorne. Es gibt 19 und 7. So. Aha, sieht man, ne? Im ersten Schritt werden gerade beide rumgetauscht. So. 19 durch 7 ist 2, Rest 5. Ne? 2 mal 7 ist 14, bleibt 5 als Rest. 7 und 5 nach vorne holen. 7 durch 5 ist 1, Rest 2. 5 und 2 nach vorne holen. 5 durch 2 ist 2, Rest 1. Ja, Strich ein bisschen zu kurz gezogen. So, die 2 und die 1 nach vorne holen. 2 durch 1 ist 2, Rest 0. Geht doch ratzfatz, oder? Zack, 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 zack. So. So, wir wissen, der GGT steht jetzt hier. Der GGT von 7 und 19 ist 1. Okay, das war eine Voraussetzung. Also die Voraussetzung war ja 7 und 19 sind teilerfremd. Das heißt, der GGT von beiden ist 1. Also haben wir ja, hier zumindest einen richtigen GGT raus. Das heißt nicht, dass man sich nicht verrechnet hätte. Aber hier kommt der richtige GGT raus. 1. Ja. Das bedeutet ja letztlich auch, dass der GGT von 7 und 19 muss hier rechts
C-Teilen, ansonsten wäre die Diophantsche Gleichung ja gar nicht lösbar. Also Sie sehen, mit mehreren Argumentationslinien muss gefordert werden, dass die beiden Modulen teilerfremd sind. X mal A plus Y mal B gibt in jeder Zeile den GGT, 1. Also X mal 2, 0 mal 2 plus 1 mal Y ergibt den GGT, 1. Quatsch. 0 mal 2 plus 1 mal 1. Also 0 mal A plus 1 mal B ergibt immer B in der untersten Zeile. Kann man auch auswendig lernen, dass man da 0 und 1 hinschreibt. Immer so. Ne? 0, 1. Okay, jetzt wissen wir, wie man rechnen muss. Das hier kommt rüber. Und jetzt das minus das mal das. Ne? X, das neue, das X drunter, minus Q mal den Y hier. 0 minus 2 mal 1 ist minus 2. Das kommt rüber. 1 minus 1 mal minus 2 ist dasselbe wie 1 plus 2 ist 3. Kommt die 3 darüber. Minus 2 minus 2 mal 3. Also minus 2 minus 2 mal 3 ist minus 8. Oder? So, das kommt jetzt hier rüber. 3 minus 0 mal minus 8 ist dasselbe wie 3. Das heißt, hier hinten wird auch nochmal vertauscht. Ist ja auch sinnvoll. So, also minus 8 und 3 kommt raus. Dementsprechend müsste 7 mal minus 8 plus 19 mal 3 gleich 1 ergeben. Ne? Das kontrollieren wir nochmal. 7 mal minus 8 ist minus 56. 19 mal 3 ist 30, 57, genau, kommt raus 1. Puh, richtig gerechnet. Also, ist doch jetzt das Inverse der 7 die minus 8? Hä? Minus 8? Hier hätten wir aber eben 11 stehen gehabt, oder? Okay. Minus 8 ist dasselbe wie 11 modulo 19. Ne? Also können wir auch die 11 nehmen. Sie können auch die minus 8 stehen lassen. Funktioniert auch. Ist halt nur unangenehmer, weil man dann vielleicht negativ rechnen muss. Naja. Können Sie machen, wie Sie wollen. So. Vielleicht noch eine dritte Variante. Also wir hatten eben gehabt, wir raten das x2 dadurch, dass wir entweder 7 multiplizieren so lange, bis wir 1 größer werden als ein Vielfaches von 19. Oder indem wir alle Vielfachen von 19 nehmen und gucken, wann sind wir gerade mal 1 kleiner. Ja? Oder man macht den erweiterten euklidischen Algorithmus, Diophantische Gleichung, und löst diese. Das ist auch eine Möglichkeit. Die, wenn man nicht probieren will oder so, oder wenn man nach mehreren Fachen probieren zu keinem Ziel kommt. Manche von Ihnen, habe ich gesehen, haben auch Folgendes gemacht. Wir haben hier die Vielfachen der 19 genommen, sind auf 57 gekommen und haben festgestellt, aha, das ist ja so ähnlich wie 56. Ne? 56 ist ja ein Vielfaches der 7. Also 7 mal 8 ist 56 und 56 ist minus 1 Kongruent 19. Minus 1 Modulo 19. 56 ist minus 1 Modulo 19. Also manche wissen, 7 mal 8 ist Kongruent minus 1 Modulo 19. Aus dieser Überlegung weiß man sofort, womit man multiplizieren muss, um auf 1 zu kommen. Mal 8 ist minus 1. Womit muss ich multiplizieren, um auf 1 zu kommen? Ja? Mit minus 8. Ja? Ich kann noch beide Seiten mit minus 1 multiplizieren. Ja, ich kann noch beide Seiten mit minus 1 multiplizieren. Das ist erlaubt. Dann steht hier 7 mal minus 8 ist Kongruent 1 modulo 19.
Und das ist natürlich auch wieder 11. So. Die Variante gibt es auch. Es gibt mehrere Wege, die nach Rom führen. Oder sogar alle führen nach Rom, glaube ich. Naja. Okay. So, jetzt habe ich also die Inversen gefunden. Was muss ich jetzt machen? Mein x wieder bestimmen, ne? So. Was muss ich zusammenrechnen? Ja? Wollen wir? Ach so, sie, ja. Also die 3 muss ich, also es sind immer so viele Indizes, man kann es auch immer vergegenwärtigen, was man womit multiplizieren muss. Ne? Die 3 muss ich multiplizieren mit dem, was Modulo 7, 1 ergibt. Nämlich mal 3. Ne? 19 mal 3 ist 1, Modulo 7, genau. Okay. Ja, oder jemand anders, ja. Hm? Genau. So, das gibt 6 mal 19, kann man mal hinschreiben, ne? Plus 56 mal 11. Bitte? 9 mal 19. Oh ja, stimmt. Sehr gut. 9 mal 19, 90 plus 81 ist 171. 56 mal 11 ist 560 plus 56 ist 616, oder? Und 171 plus 616 ist 787. Habe ich richtig gerechnet? Ja. Habe ich richtig gerechnet? Fragezeichen? Kann man sich auch selbst stellen, die Frage, wenn man nicht einen ganzen Hörsaal da hat, der nickt. Ja? Na gut, kann man ja mal gucken. Ist 787 wirklich 3 Modulo 7? 787, 784, ist das durch 7 teilbar? Ja, ne? 700 plus 70 plus 14, kann man relativ schnell im Kopf überprüfen. 787 minus 8, also 779, 779, oder? Ist das durch 19 teilbar? Hm, ja, ne? Ja, gut, okay. Na gut, das kann man natürlich jetzt nochmal schriftlich überprüfen, ne? Aber man kann auch erstmal das Folgende machen. Wir können auch erstmal was machen? Ja? Modulo 100? 133. Wie kommen Sie auf die 133? 7 mal 19 ist 133. Glaubt einem das jeder? 7 mal 19, 70, 57, 133. Genau. Genau, 63. So. Okay, 133. Was ist 787 modulo 133? Ja? 5 Rest 122. Also die 787 ist kongruent 122 modulo 133. Ne? So. Ja, können wir mal überprüfen, ob das stimmt. 122 minus 3, 119, ist das durch 7 teilbar? 70 plus 49, ja, ist durch 7 teilbar. 122 minus 8 ist 114. Ist das durch 19 teilbar? 114 durch 19, 6. Ja, okay. Stimmt. Also haben wir alle Lösungen gefunden. X ist gleich 122 plus Z mal 133 mit Z aus Z. Gibt es zu der Aufgabe noch Fragen? Ja. 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 Ja, das wird irgendwie so ein bisschen verklausuliert. Hm. Ja, ja. Wir überlegen es uns gerade mal. Ich habe auch erst gezögert, so, das wird so ein bisschen schwierig und so, lassen wir mal. Also, wir wollen uns als Lösungsmenge aufhören. Nehmen wir mal das Beispiel hier. Ne? Das sind alle x aus z
für die was gilt. So müsste man ja anfangen, ne? Alle x, und das machen wir Auswahl aus allen z, nämlich, es existiert ein z aus z mit x ist gleich 34 plus z mal 40. Ich glaube, so müsste man es machen, ne? Ja? Ja, nee, das macht man eigentlich nicht, dass man hier vorne ein Gleichheitszeichen hat oder so. Eigentlich nicht, ja. Also ich nehme alle x aus z mit einer gewissen Eigenschaft, nämlich, dass sie eine gewisse Form haben, also dass ein z existiert, so das gilt. So. Okay. Ist die Zeit schon um oder warum ist hier so ein... Echt? Oh, schade. Ja gut. Dann machen wir, würde ich sagen, den Rest morgen. Da haben wir morgen ein schönes Beispiel, an dem wir auch dann die Verallgemeinerung auf N-Kongruenzen besprechen können. Ne? Bis morgen.